Was geht? Herzlich willkommen. Wir spielen Dragon Age Inquisition. Ich weiß, das Spiel ist schon was länger draußen, aber ich habe es mir halt jetzt geholt, weil es im Angebot war. Und daher werde ich es auch jetzt wahrscheinlich mit euch durchspielen. Sowohl den Multiplayer wie auch den Singleplayer. Wir werden heute mal mit dem Singleplayer anfangen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und dann starten wir doch einfach mal. Allein schon die Aussicht hier ist super geil. Fällt mir so. Verbindung zu den Dragon Age Servern wird hergestellt. So, wir beginnen ein neues Spiel. Und hören dazu. Schön. Da war ja richtig viel zum Zuschauen und zum Zuhören. Wir erstellen unseren Charakter. Also, wollen wir einen Vibe spielen? Ich denke eher nicht. Nee, ich denke nicht. Der Mensch. Die Menschen sind das zahlenmäßig größte und mächtigste Volk in Tizidas. Sie sind außerdem mehr als alle anderen politisch gespalten und scheinen geradezu nach Streitigkeiten zu dürsten. Menschliche Charaktere erhalten zu Beginn des Spiels einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt. Gut, ich denke mal, ich lese mir jetzt hier nicht jeden ich lese mir jetzt nur mal so, was das bringt. Elfen erhalten einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Fernangriffe. Interessant. Da Zwerge keine Verbindung zum Nichts besitzen. Oh, ist ja klasse. Können sie keine Magier sein. Ja, das ist ja schon mal blöd. Erhalten aber einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Magie. Also sie können keine Magie wirken, aber kriegen dafür einfach mal einen dicken Bonus gegen sie. Finde ich interessant. Die Quanari. Okay. Mal sehen, wo steht denn hier, ob da die Quanari, was die können. Quanari Charaktere erhalten 10% Resistenz gegen körperlichen Schaden. Das heißt, wenn man ihnen eine drauf gibt, juckt die das nicht. Wie sehen die denn weiblich aus? Also die kommen mehr so wie Mannsweiber vor. Zwerge in... Nee, das sieht bestimmt pervers aus. Da stelle ich mir die Menschen und so auch noch eher am besten vor, aber ich werde einen männlichen Charakter nehmen. Die Quanari hatte ich mal bei jemandem, bei einem Kollegen gesehen. Daher werde ich die jetzt nicht benutzen. Zwerge mag ich ja überhaupt nicht. Also wir entscheiden uns zwischen Elf und Mensch. Gegen Fernangriffe ist das ja schon mal nicht gerade schlecht. Wenn ich denke, die Viecher sind bestimmt Fernangriffe. Und die sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Die Menschen natürlich kriegen Fähigkeitspunkt direkt. Ne, das ist schon... Ich denke mal, wir werden mit Elfen an. Mit Elfen, ja, wir fangen mit den Elfen an. Die sehen cool aus. Wählen. Jetzt sollen wir uns noch überlegen, was wir sind, ja? Klasse. Schurke. Zwei Waffen. Schurken sind Kämpfer, die sich mit mehr Schnelligkeit und Beweglichkeit verlassen als auf schwere Rüstung. Sie benutzen ihre Fähigkeiten und vorteilhafte Position auf dem Schlachtfeld, um gewaltigen Schaden zu verursachen. Dabei können sie entweder mit ihren Dolchen im Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz angreifen. Aha, das heißt, sie können. Gut, Dolche oder Pfeile, das ist geil. Der Bogenschütze, ja gut, aber was hat denn der Bogenschütze für tolle... Dabei können sie sich entweder mit ihren Dolchen in den Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz... Hä? Ach, Schurken Bogenschütze und Schurke... Hä? Schurke Zweiwaffe, Schurke Bo... Was soll denn der Witz? Sind Kämpfer, die sich mehr auf Schnelligkeit und Beweglichkeit verlassen als auf ihre... Hä, das ist identisch derselbe Text? Nur, dass ich hier am Anfang zwei Waffen wahrscheinlich habe und da am Anfang einen Bogen habe. Aber komm mir jetzt ein bisschen läppisch jetzt mal so ohne Spaß vor, ne? Zweihandwaffen. Ja, das habe ich auch dann gesehen. Zweihandwaffen werde ich wahrscheinlich... Also, das ist auch geil, ne? Zwischen den beiden hier gibt es auch keinen Unterschied. Entweder eine Zweikampfwaffe oder du sagst, Schild und Schwert, ne? Also, das ist für mich jetzt. Also, entweder hast du am Anfang Schild und Schwert, zwei Handwaffe. Was haben wir hier noch? Der Magier. Der Magier klingt für mich als einziges, der... Der Magier klingt schon geil, obwohl ich ja auch total auf Schild und Schwert stehe.
Aber so auf so einem Bogen stehe ich auch voll. Oder halt auf Schurkefähigkeiten. Schurkefähigkeiten, das ist natürlich auch geil. Aber so die vier Elemente. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Scheiße. Aber wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Sind wir Magier? Oder kloppen wir mit Bogen alles nieder? Hier hätten wir aber dann noch Nahkampfwaffen wenigstens. Bei dem hätten wir ja nichts, ne? Ihre Fähigkeiten, Gerüchte und ihre Rebellion. Kontrolle der Kirche und das Land des Chaos. Ja, ich denke mal, wir werden den Bogenschützen nehmen. Erstmal aus der Distanz ein bisschen. Ja. Das machen wir jetzt. Schwierigkeitsgrad wählen. Was machen wir? Für Rollenspiel, Neulinge oder Spieler, die sich rein auf die Geschichte. Ich stehe ja schon so auf Geschichte. Bisschen, aber das ist zu entspannt. Das ist zu entspannt. Ich denke mal, hier Albtraum ist, da werden wir kaum weiterkommen. Eine große Herausforderung gibt es nicht. Natürlich ist das immer hoch gepriesen. Schwer, ultra und unaufhaltsam oder so. Aber ich denke mal, wenn wir auf normal spielen, ist es ganz normal. So wie das Spiel vorgesehen hat. Das sind wir jetzt. Wir sind ein Schurke. Ja, passt ja, ne? Ein Waldelf. Ein Dalischjäger. Okay. Möchtest du eine Weltlage aus der Dragon Age keepen? Nein. Nein. Weil ich habe Dragon Age nie auf dem PC gespielt, nur auf der PlayStation. Bestätigen. So, jetzt schauen wir mal, was uns da erwartet. Ein Ladebildschirm. Okay. Elfenwurzeln im Meer wachsen auf offenen Feld sowie in bewaldeten Gebieten in der Nähe von Bäumen. Reittiere sind die schnellste Möglichkeit, das Land zu reisen. Laber nicht. Reittiere? Nicht zu Fuß? Okay. Gewagte Ansage. In der taktischen Ansicht kannst du die Fähigkeiten und Aufstellung deiner gesamten Gruppe kontrollieren. Ja, das habe ich gehört. Das soll alles noch so sein wie in Dragon Age 1 und 2. Nur, dass es jetzt ein Open-World-Spiel dazu geworden ist. Mal sehen. Was erwartet uns jetzt? Wieder ein langer, schwarzer Bildschirm? Oder mal was Interessantes. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten immer noch. Oh, ich finde, das sollten sie patchen, dass das so lang ein schwarzer Bildschirm bleibt. Wow. Da weiß man auch nicht, was man in der Zeit... Ich bin jetzt ruhig. Ihr hört zu. Oh, cool. Man wacht auf und jetzt sind wir erstmal... Boah, sieht der scheiße aus, ey. Ich versuche den mal so nach mir zu machen. Oh Mann. Okay, gucken wir uns mal durch. Oh, weil was ist denn mit den schief gelaufen? Guck dich den an. Ja, ich denke, dann werde ich doch dann lieber den nehmen. Auswählen. Ah, okay. Da ist noch anpassen. Okay. Okay, Gesichtsform. Nee, ich habe mir so ein dünnes Gesicht. Hier sowas? Nee. Ah, das erste ist gut. Hautfarbe, was machen wir denn? Was gibt's denn da? Oh, einen ganz grünen. Nee, das sieht aus, als wäre ich irgendwie krank. Mal sehen, gibt's irgendwas? Nee, nicht zu helles, aber auch nicht so. Ja, das sieht doch gut aus. Denn, Alter, was glänzt der denn wie so eine Babyschwarte? Boah, ziemlich alt. Ziemlich alt. Ne, so ein alter Sack bin ich auch nicht. Ja, ich denke, ich mache mich mal. Augenfarbe. Was habe ich da? Blau? Haarfarbe. Rein. Ach ne, das ist jetzt die Haare. Hoppla. Cool. Die Frisuren sind ab. Minibusch. Größerer Busch.
sind ja mal speziell alt. Also die Haare kannst du ja keinem antun. Ey, gibt's hier nicht irgendwie eine coole Frisur, sowas mit Stacheln? Ich glaube, das ist eine Weiberfrisur. Oh, ey, hier gibt's. Ah doch, hier gibt's so eine. Nur das passt überhaupt nicht. Ich gibt da gibt's so einen Irokesenschnitt, dann nehme ich sowas. Es gibt keinen Irokesenschnitt. Ernsthaft? In welchem Spiel gibt es denn keinen Irokesen? Oh ne, der sieht mir zu adelig aus. Ja, dann nehme ich lieber hier diese kurzgeschorenen Haare. Oder was ist das hier? Was ist das denn? Boah, Leute, ich kann mich jetzt schon wieder nicht entscheiden. Was ist das denn hier alles? Ne, das passt gar nicht. Ich glaube, ich nehme hier die Frisur. Die hat was. Haare, Haarfarbe. Komm. Irgendwas aus dem Busch hier. Gibt's grün? Wenn es grün gäbe, wäre cool. Ne, gibt's natürlich nicht. Dann nehme ich braun. So, sehr schön. Haarfarbe, Stimme. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Mensch, das ist. Ihr lasst mir keine andere Wahl! Okay. Kopf und Ohren. Ich merke schon, Leute, dass das erste Video hier wird wenig mit Spielen zu tun sein. Hier wird erstmal der Charakter erstellt, viel. Aber dann im nächsten Part sage ich euch, geht's auf jeden Fall weiter. Wo ist das denn hier, Dumbo? So. Mal sehen. Ja, so wäre eigentlich supi, ne? Ja, machen wir mal so. Die Größe vom Ohrläppchen, ne? Solche Oschis. Oder machen wir gar keine? Machen wir dem gar keine? Machen wir dem so. So. Wangenknochen da oben, wenn. Oh, guck mal, die dicken Bäckchen. Oh, Mamas Liebling. Nee. Wangenform. Nee, machen wir mal ein bisschen schmäler. Ohren, Wangen, Wangenform, Brauengröße. Ja, ganz flach. Und die Stirn. Ja, so ein Oschi hier an Stirn. So was Normales. So. Jetzt die Augen. Augenform. Nee, wir brauchen irgendwas Blutrünstiges. Irgendwas Schlitzaugiges. Toll. Gibt's nicht. Ist aber doof. Warum guckt er eigentlich die ganze Zeit nach? Schielt der Typ, ne? Ah, nehmen wir die halt. Augengröße, mal gucken. Boah, voll riesig, ey. Gibt's auch irgendwie so ein Mittelmaß? Ach, da könnte ich einen Chinesen machen. Schaut mal. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Nee, sowas machen wir nicht. Damit ich dich besser sehen kann, Omi. Nein, Spaß. So, wir machen sie mal normal groß. So, aber die gefällt mir nicht, die Position davon. Ah, da gefällt die mir auch nicht. Hat was, Leute, hat was. Augenposition. In Abstand, ja. Augenbrauenstil. Okay. Wow, Alter, was ist das denn für Augenbraue? Komm, chillt mal. Naja, das sieht zu ordentlich aus. Das sieht zu buschig aus. Die sehen alle so komisch aus. Ja, nehmen wir hier sowas lieber. Augenbrauenposition, Wimpernstil. Ich finde, sowas müssen wir nicht. Oh, die äußere Farbe. Machen wir so ein Blau. So ein Eisblau. Dahin. Ah, sowas. Und dann gibt es sogar noch die innere Farbe. Boah. Da machen wir mal ein paar richtig geile Dinger. So, zurück. Die Nase.
Nasenform finde ich recht okay, aber... Aber man hat nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, leider. Ja, ich denke mal, so ist okay. Nasengröße. Braucht nicht so breit. Nasenposition ist okay. Nasenrücken, denke ich mal. Ja, ist auch okay. Nasenloch. Ja, braucht auch nicht so. Ist ein Waldläufer. Mal sehen. Nee, mehr so nach unten mag ich das, als hier so wie so ein Detlef. Nasenloch, gebrochene Nase. Nee, eine gebrochene Nase wollen wir nicht. Mund und Kiefer. Leute, das Spiel ist echt der Wahnsinn, ey, wie viele Sachen man hier hat. Die Mundform. Was war das denn? Guckt euch den Pedo an, ey. So. Ja, der Mund ist ganz okay. Obwohl, nee, der dünnere ist eigentlich... Nee, okay, nee, warte mal, das sieht komisch aus. Ich denke mal, ich nehme den letzten. Mundbreite, machen wir den wie der Joker. So. Aber die Unterlippe, die gefällt mir nicht. Die ist irgendwie so riesig. Da, Lippendicke. Da ist er. Boah, guckt euch die aufgeplusterte Frischfresse an. Also mir gefällt die untere Lippe überhaupt nicht, ne? So, schön dünn. Kieferpartie, Kiefergröße. So, ein bisschen zusammen. Kinnbogen. Okay. Was würdet ihr sagen? So, ne? Kinngröße selber. So. Kinnform. Ja, super so. Doppelkinn. Nicht so gern. Machen wir Einzelkinn drauf. Und der Adamsapfel ist kaum zu sehen. Das ist okay. Ja, das ist so ein richtiger Bimbo. So, Narben. Narben finde ich gar nicht geil. Die sollen wir weg. Wir sind ein frisch gebackener Kerl, der ein Abenteuer sucht. Narben in... Nee, horizontale Position brauchen wir auch nichts. Vertikal Tablet. Aha. Ach so. Design. Okay. Ach so. Das sieht nicht schlecht aus. Oh, der Baum ist auch geil. Baum Yggdrasil. Ah, nee, das ist mir zu viel. Oh, das ist sehr viel. Das ist mir zu schwarz. Ich würde mal sagen, Leute, ich glaube, ich nehme entweder den Baum oder hier das die Schlange. Ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall die Schlange nehmen. Wo ist es? Ja, da war's. Finde ich gut so. Position, Vertikalte, Design, Tätowierungsfarbe. Ja, so ein bisschen dunkel, damit man das auch sieht. Zurück. Und ich denke mal, Make-up ist, also so sieht doch ein strammer Held aus. Maha Anon, okay. Wir nennen ihn Murex. Und Murex läuft durch die Gegend. Strammer Kerl. Ich weiß nicht, ob der Name unbedingt passt, aber so wissen wir es, wer es ist. Und so. Jetzt bin ich leise und ihr hört wieder zu. Ich hoffe es. Oh. Wo bin ich? Oh. Zu erschöpft.
So, das war doch mal ein sehr schöner Anfang auf jeden Fall. Wieder der lange, schöne, schwarze Bildschirm, wo man viel erzählen kann in der Zwischenzeit. Wie geht's mir? Wie geht's euch? Oh, es geht weiter. Psch. Was passiert da mit mir? Wo bin ich? Warum habe ich Ketten an? Wer kommt denn da? Oh. Die ist ja scharf. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. So, jetzt dürfen wir wieder Antworten wählen. Sehr schön. Alle außer mir sind tot. Klicke auf eine Antwort im Dialograd, um sie auszuwählen. Oder drücke 1, 2, 3, 4, 5. Eine Position im Rat zu wählen. Okay, ich werde mal schauen. Aha, da gibt es noch keine eigene Meinung. Nichts sagen. Ihr denkt, ich war es? Das ist schrecklich. Ihr denkt, ich war es. Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich. Erklärt mir das! Tja, das... Das kann ich nicht. Komm aus dem was Nichts. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich dieses bei einem... Einigen Dialogen kannst du auf bestimmte Situationen, Emotionen reagieren. Ist das der Fall? Erscheinen bestimmte Symbole? Okay. Aha. Das heißt, ich lasst mich gehen. Ich bin ein bisschen aggro. Das heißt, ich bin ein bisschen verwirrt, so am Denken mehr. Ich verschränke die Arme, also ich lasse gar nicht so mit mir reden. Und ich drücke ein bisschen auf die Tränendüse. Aber ich bin so mehr jemand, entweder gar keinen Bock oder hau drauf. Aber ich denke mal, ich habe jetzt gar keine Lust, mit denen zu reden, also... Also, was geschieht jetzt? Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da... eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Werdet ihr das? Okay. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Erst will sie mich abstechen und jetzt will sie auf einmal mich dahin bringen, weil also die kann ich auch nicht entscheiden. Oh, so helles Licht. Was ist dies dort oben? Der Riss? Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Ich muss ja wieder sagen, Leute, so ganz kurz zwischendurch. Hammer-Grafik. Hammer. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Mal sehen, was werde ich tun? Nachforschen. Habe ich denn eine Wahl? Hat es mich, um euch zu helfen? Wenn ich kann, werde ich helfen. Habe ich eine Wahl? Ich habe also im Grunde überhaupt keine Wahl. So kann keiner von uns hat eine Wahl. Für Sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung.
Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Oh, komm, das ist natürlich toll. Es ist nicht mehr weit. Danke. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas kleinerem so, als meine Lieben, ich weiß, ihr würdet am liebsten jetzt direkt weiterspielen mit mir und meinem kleinen was war es nochmal? Waldelf, ne? Irgendwie so ein Elf, so ein Läufer, so ein Buschgammler. Gut, aber leider müssen wir jetzt hier mal Schluss machen. Wir sind jetzt eh schon über der Zeit, aber das war auch in Ordnung. Wenn ich was besser machen kann, sagt mir einfach Bescheid. Ich hoffe, die Lautstärke ist so ganz in Ordnung, dass ihr was hört, ich dabei nicht quatsche, ihr schön der Story folgen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Weiterzocken.